Hallo liebe Zuschauer. Es ist traurig, aber manchmal fangen Menschen Tiere als Spielzeug an, und wenn sie es satt haben, mit ihnen zu basteln, finden sich die Haustiere von gestern auf der Straße wieder. Ein Hund namens Maria hatte in seinem Leben einen dunklen Streifen. Vor ein paar Monaten wurde sie an der Haustür eines Hauses in Costa Rica gesichtet, in dem niemand lebte. Wie sie dort ankam, ist nicht bekannt, aber das Tier saß einfach unter der Tür, und es gab kein Essen oder Wasser in der Nähe, das sie so brauchte, weil Maria auf Nachkommen wartete. Als sie den Hund sahen, der Tag für Tag vor der Haustür saß, machten Nachbarn ein Foto von ihm und schickten ihn an Tanja, eine lokale Tierärztin. Die Nachbarn wussten, dass die Bewohner des Hauses vor langer Zeit umgezogen waren, aber erst als sie Maria vor der Haustür sahen, erkannten sie, dass sie ihren schwangeren Hund nicht mitgenommen hatten. Maria konnte nicht glauben, dass die Gastgeber sie verlassen hatten, also verbrachte sie ihre ganze Zeit vor der Haustür und wartete darauf, dass sie früher oder später geöffnet und in das Haus eingelassen wurde. Tanja stand vor einer schwierigen Aufgabe. Das Haus für Maria war dringend notwendig, denn von Tag zu Tag sollte sie Mutter werden, außerdem brauchte das Tier solche Besitzer, die ihm helfen würden, die Grausamkeit der Menschen zu vergessen und zu lernen, ihnen wieder zu vertrauen. Vinna beschloss, Maria zu helfen. Als sie erkannte, dass sie im Haus einer Frau sicher und von Sorge umgeben war, brachte Maria 7 Babys zur Welt, sehr sympathisch und vor allem vollkommen gesund. Maria liebte WYNN sehr, weil sie ihr die Möglichkeit gab, ihre Babys warm und nicht draußen zur Welt zu bringen, und eine Frau umgab sie mit solcher Sorgfalt, dass die Augen des Hundes jedes Mal leuchteten, wenn sie ihre vorübergehende Geliebte betrachtete. Das einzige Mädchen aus der Brut hieß Anja, die 6 Jungen erhielten die Namen Buster, Guido, Benny, Luca, Tino, Hänsel. Die Kinder wurden erwachsen, sie zeigten ihre altersspezifische Aktivität und Neugierde. Bald werden alle Kinder eine Familie und ein Zuhause suchen. Neue Besitzer für Maria wurden bereits gefunden. Dies war eine Überraschung für Freiwillige, denn in erster Linie werden Welpen aus Tierheimen abgeholt und erwachsene Hunde können jahrelang auf eine geeignete Familie warten. Maria war die Ausnahme. Ich möchte glauben, dass es auch schnell gelingen wird, eine Familie für alle ihre Kinder zu finden. Bisher ist nur Luca aus dem Tierheim in ein neues Zuhause gezogen. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.